Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein 3-Pin Fischgrätenarmband macht. Der Unterschied zum normalen Fischgrätenarmband ist, dass dieses Armband einfach ein bisschen dicker und ein bisschen fester ist. Und dazu benötigt ihr den Loom, den Haken, einen C-Clip und ich habe dieses Armband mit 4 verschiedenen Rainbow Loom Farben gemacht. Und wenn ihr auch 4 verschiedene Farben verwendet, braucht ihr von jeder Farbe, je nach Handgelenkbreite, ca. 15 bis 20 Gummibänder. Zu Beginn nehmt ihr eine Reihe des Loom heraus und dann gebt ihr auch den blauen Teil herunter. Den hinteren blauen Teil könnt ihr auch heruntergeben. Und was wir für dieses Armband jetzt brauchen, ist eigentlich nur das Dreieck hier ganz vorne. Ihr nehmt eure erste Farbe, geht sie auf den vorderen Stift, formt einen Achter. Und gebt ihn auf den nächsten Stift. Das macht ihr jetzt noch zweimal. Immer von Stift zu Stift einen Achter formen. Und noch einmal. Das macht ihr eben in einer selben Farbe. Dass es jetzt so aussieht. Jetzt nehmt ihr die nächste Farbe und spannt diese einfach über die 3 Stifte, damit ein Dreieck entsteht. Dann nehmt ihr wieder eine andere Farbe und spannt diese auch einfach über die 3 Stifte. Jetzt nehmt ihr den Haken zur Hand, fahrt von außen in den Stift hinein, holt die 2 unteren Gummibänder, die dieselbe Farbe haben, auf den Haken und gebt diese dann über den Stift. Das macht ihr wieder bei alle 3 Seiten. Holt die unteren 2 Gummibänder heraus und gebt sie über den Stift. Dann drückt ihr alles gut hinunter. Und nehmt die nächste Farbe. Diese spannt ihr auch. Ab jetzt spannt ihr jedes Gummiband immer einfach über die 3 Stifte, damit ein Dreieck entsteht. Jetzt nehmt ihr wieder den Haken und jetzt holt ihr nur das unterste Gummiband heraus und spannt es über den Stift. Wieder bei alle 3 Seiten. Schiebt ihr wieder alles hinunter. Jetzt kommt die nächste Farbe. Das ist bei mir wieder die erste Farbe. Wird wieder einfach über den Loom gespannt. Wichtig ist, dass ihr die Farben immer nach der Reihe hinaufgebt, also dass nicht ein Kuddelmuddel entsteht am Schluss. Und ihr holt immer nur das unterste Gummiband heraus. Spannt es über den Stift. Wieder die nächste Farbe. Holt wieder das unterste Gummiband heraus. Merkt euch einfach gut, welche Farben ihr nach der Reihe nehmt. Dann kann auch nichts schief gehen. Gut, und das macht ihr jetzt so lange, bis das Armband um euer Handgelenk passt. Also stoppt das Video jetzt einmal und loomt so lange dahin, bis ihr das Armband um euer Handgelenk geben könnt. Wenn ihr dann glaubt, dass euer Armband lange genug ist, dann
messt ihr das am besten noch einmal ab, indem ihr es um euer Handgelenk gebt. Und dann holt ihr den Haken, holt wieder das unterste heraus auf jeder Seite, gebt es drüber für den Stift. Und eben beim allerletzten gebt ihr auch das nächste untere Gummiband heraus, sodass dann nur mehr eine Farbe auf dem Stift ist. So. Könnt ihr noch einmal anziehen. Und jetzt kommen alle drei Farben auf einen Stift, also alle drei Seiten auf einen Stift. So, jetzt nehmt ihr den C-Clip zur Hand und spannt ihn durch alle drei Gummibänder. Dann könnt ihr das Gummiband hier runterlösen. Jetzt geht ihr zur anderen Seite. Die schaut aus wie eine Blume. Und auch hier nehmt ihr den Haken zur Hand und ihr gebt jetzt alle drei Farben, bei mir sind es die roten, von den roten alle drei Farben auf den Haken. Also die großen lasst ihr aus und dann die nächste Farbe, das ist bei mir das rote. Gebt ihr alle drei Seiten auf den Haken. Damit hier drei Ringe sind, dann nehmt ihr den Loom noch einmal zur Hand und spannt diese drei Ringe jetzt auf den Loom. Könnt ihr mit den Fingern ein bisschen mithelfen. So, und auch diese drei Ringe werden jetzt auf den C-Clip gespannt. Schaut wirklich, dass ihr alle drei erwischt. Sollte dann so aussehen. Und dann schneidet ihr die überschüssigen, also die großen Gummibänder, einfach auf und zieht sie heraus. Einmal aufschneiden. Leider ist der Akku meiner Kamera schon wieder ausgegangen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Daher kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, wie ich die überschüssigen Gummibänder jetzt herausgezogen habe. Aber am besten schneidet ihr sie eben auf und dann zieht ihr ganz fest daran, bis die überschüssigen Gummibänder dann heraus sind. Und wenn ihr dann damit fertig seid, sollte euer 3-Pin-Fischgrätenarmband so aussehen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ganz viel Spaß beim Nachmachen.